Hallo Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Minecraft Colossus. So, im heutigen Part, ja, Medical Crops nach wie vor. Achso, die Steine habe ich hier hinten reingepackt. Ich möchte gerne gucken, ob ich nicht heute Diamantcrops zusammenbekomme. Das wäre schon mal ganz cool. Extreme Weak. Extreme Weak. Das wäre auch noch eine Stärke. So, bupp. Bupp, bupp. Komm mal her. So, alles klar. Regular. Haben wir hier und hier. Bupp. So, jetzt haben wir 45 davon. Dann brauchen wir Strong. Davon haben wir jetzt 12. Das sind 3. Ah, ein One to Short. Aber was wir noch machen können, fällt mir nämlich mal gerade so auf. Wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Ich weiß gerade nicht mehr. Welche Stärke die verlangen. Das ist Die. Diamond. Ruby, Sapphire, Lead, Tin, Platin, Infused Shards. Genau. Ah, okay, die brauchen nämlich auch diese Stärke. Die Strong Essenzen. Und ich Idiot, mach's mal wieder falsch. Weil da so haben wir dann auch schon mal die Charts. Wenn wir dann mit Stormcraft irgendwann anfangen. Aber was habe ich hier? Zinn, Obsidian, Redstone. Haben wir alles angepflanzt. Boah, guckt euch die Massa Natura-Dingern an hier. Zack. Hier haben wir auch noch ein bisschen Barley. Das könnten wir zu Brot verarbeiten. Das können wir zu Brot verarbeiten. Oh, hier haben wir noch ein bisschen Essenz. Das. So, die können hier rein. Dich pflanze ich gleich ein. Du kannst auch erstmal hier rein. Oh, euch verwahre ich erstmal noch. So, wie gesagt, das mache ich jetzt zu Brot. So, weak. So, das ist hier richtige Reihenfolge. Die Barley Seeds. Keine Ahnung, wofür wir so viele Barley Seeds brauchen. Aber egal. Juhu, die Tür glitscht rum. So, zack. Zack. Alles klar, dann macht der jetzt hier schön Brot. Hier habe ich auch noch Rubber, Nether Bricks. Nether. Nether. Wo habe ich die Nether Bricks? Ich habe doch 4 Stück schon gemacht gehabt, fertige. Also 6 Stück insgesamt sogar, glaube ich. Aber ich brauche ja nur 4. Für die Nether Seeds. Bum, bum. Ach, Ordnung. Wo bist du? Ach, da sind sie doch. Ha. So, Nether. Die brauchen ja auch Strong. Ja, damit haben wir 2 weitere Sorten. Leider keine Diamanten bislang, aber da kommen wir auch noch hin. So.
Passt mir eigentlich ganz gut, weil Nether werden wir wahrscheinlich eh nicht so häufig brauchen. Das heißt, die können wir dann hier hinpacken. Hier an das Achterfeld, oder? Obwohl eher die Shards. Die packen wir auf das Achterfeld da vorne. Also hier direkt am Anfang. Hier da rum. Dududum. Ich glaube, die Nether brauchen wir dann doch öfters als die Shards, zumindest am Anfang. Oh, sehr nice, direkt verdoppelt. So, alles erstmal hoch, sodass es nicht in der Leiste nervt. Obwohl, ich habe eine andere Idee. Kommt mal her. So, die Kohle-Seeds tun wir hier drum. Ganz im Ernst. Dann kommt da hinten Nether hin oder halt die Shards. Zack. Ah, Hilfe, ich weiß nicht, wie ich mich hinsetzen soll. Der Stuhl ist gerade so unbequem. Oh, herrlich. Hä? Ah. So. Nether-Essenzen. Das Brot habe ich nicht verarbeitet. Ich hält. Aber damit können wir ja Kühe züchten. Apropos, die ganzen Tiere können wir demnächst hier oben ansiedeln. Dann sind sie nicht mehr da unten. Sind sie keine Kellertiere mehr. Ah, ich wollte gerade anfangen zu meckern. Ich sollte öfters meckern, glaube ich, weil dann klappt das irgendwie meistens. Ist das gleiche Phänomen, wie manche Leute meinen, an der Ampel hupen zu, an der Baustellenampel hupen zu müssen, weil sie dann meinen, dass es das dann eher grün wird. Als würde da irgendwie so ein kleines Marsmännchen drin sitzen, das dann sich einen Spaß draus macht, die Leute extra lang warten zu lassen. So kommt es einem zumindest manchmal vor. Ah, sehr schön. Da sind noch ein paar Seeds. Zack. So, welches auch immer, von welchem wir auch immer als erstes 9 haben, kommt dann da vorne links in die Ecke. Okay, momentan scheinen die Shards das Rennen zu machen. Oder auch nicht? So, lassen wir mal gerade alles hochwachsen. Und dann gucken wir, wovon wir am meisten haben und die werden dann erst hochgezüchtet. Na komm, 2 Stück müssen gerade noch wachsen. Einer noch, du hier. Du ganz allein. Komm, put, 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 put. Ich weiß, du willst es doch. Aha. Komm. Na, du lässt dir aber Zeit hier. Ah. Okay, Nether hat gewonnen in dem Falle. Das heißt, wir machen jetzt gerade erst mit Nether weiter. Oh, das klingt mir schwer nach Weihnachtsmusik. Ich meine, jo, wenn ich jetzt drüber nachdenke, es ist ja, glaube ich, wenn dieser Party rauskommt, nicht mehr lang bis Weihnachten.
Also, ja. New Xmas heißt der Song übrigens, sehe ich gerade. Ah, einer noch. One Shot. Perfekt. Und Nether bleibt da vorne. Charts kommen hier hin. Dort Lila passt hier so wunderbar gar nicht rein. Aber doch, hier zum Obsidian. So. Ja, wie viele Minuten sind wir dran? 10 Minuten der Part bisher. Infused Charts. Bin ich gerade verwirrt? Ah ne, da, das müssen die Leads sein, oder? Ja. Blei. Müsste das ja auf Deutsch sein, wenn mich gerade nicht alles täuscht. Guck mal, ein kleiner Swimmingpool. Juhu. So, noch zwei Seeds, dann sind wir auch hier mit durch. Noch einer. Perfekt. So, dann haben wir auch das. Wollen wir mal gerade auslagern hier? Das kann hier bleiben. Gerade erstmal. Obwohl, die müssen behalten wir im Inventar. Die Eier können hier rein. Das Brot kann hier wieder rein. So, okay. Schaut soweit gut aus. Ja, ich meine, sieht doch toll aus, oder? Hier mit den ganzen verschiedenen Crop-Sorten. Gut. So. Jetzt wird es nur etwas komplizierter mit dem Abernten. Das heißt, wir befassen uns jetzt nur noch hier mit diesem Part. Teilen hier. Beziehungsweise die Baleys hole ich jetzt nochmal da raus. Und werde die dann ja, später wieder anpflanzen. Sagen wir es mal so. Nutzen wir den Platz jetzt auch erstmal noch. Für die Normal, für die Essence Crops. So. Ich meine, sobald wir Diamant haben, haben wir die wichtigsten eigentlich soweit durch. Wir haben Gold, wir haben Eisen, wir haben Leads, wir haben Tin, Copper. Copper? Copper, ja, haben wir auch. Haben wir auch. Stimmt. Haben wir ja relativ zeitig gemacht. Natürlich könnten wir dann auch noch später dann so Wasseressenzen oder so machen. Einfach nur, um das Feld voll zu kriegen. Aber bis dahin bleibt so, wie es ist. Und nur damit das Feld hier nicht so leer ist, mache ich jetzt hier Bale hin. So, du kannst schon mal so. Kannst schon mal zu Mehl werden. So, und ihr kommt so schön da rein. Die Naturessenzen können dahin. So, und dann weiter im Text. Ja, ist doch einiges, was wir hier rauskriegen. Aber wir brauchen mehr als 8 Stacks voll, um die nötigen Strong Essenzen herzustellen, die wir noch brauchen. Wir brauchen Kobalt, wir brauchen Andite. Kobalt, Diamant, Emerald sind Strong Essenzen. Das heißt, wir brauchen mindestens 12. Ne, Extreme. Extreme, Entschuldigung. Extreme Essenzen. Mindestens 12 brauchen wir davon.
Und dementsprechend müssen wir noch gut was eigentlich aufhaben. So, hier ist, denke ich mal, alles schon gewachsen. Bis ich da vorne dann mit dem Abernten angekommen bin, dürften die auch gewachsen sein. Ui, ich habe eine Fackel abgebaut. Nicht Brot, Fackel. So. So. Aber ich sehe gerade, das ist auch die letzte Runde. Wir pflanzen an. Und dann ist der Part auch für heute vorbei. So, dum, dum, dum. So, zack. Na komm. Ich sag ja, das Anpflanzen dauert länger als der ganze Rest, als Abernten und Wachsen zusammen. Ist der Wahnsinn. Aber wir kommen gut voran mit Magical Crops. Dank diesen tollen Fackeln. Und ja, ihr Lieben, dann hoffe ich, dass der Part euch gefallen hat. Und dass ihr auch beim nächsten Part von Minecraft Colossus wieder einschaltet. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.